Die sagen, kein Verbrenner mehr, sondern das muss jetzt voll in Richtung Elektro gehen. Ich bin schon wieder irgendwie gefühlt auf 180. Wir sind gegen die Festlegung auf Elektromobilität, weil das wäre nicht klimafreundlich. Ja, hallo zu diesem Wort zum Freitag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder mal ist mein Blutdruck angestiegen, als ich gestern lesen durfte, musste, sollte. Es gibt eine Vereinbarung, es gibt eine Absichtserklärung von über 30 Ländern und von mehreren auch bedeutenden Autobauern, die sagen, wir brauchen das schnelle Aus des Neukaufs, Neuverkaufs, der Neuzulassungen von Verbrennern. Und wer ist nicht dabei? Deutschland ist nicht dabei. Man hat das Gefühl, was stimmt in diesem Land nicht oder beziehungsweise was stimmt mit bestimmten Leuten in diesem Land nicht, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, endlich mal anzuerkennen, dass die Zeit des Verbrenners einfach tickt und eigentlich auch schon abgelaufen ist und wir immer wieder die gleichen Geschichten hören. Wir brauchen dann die synthetischen Kraftstoffe und dann kommt ja vielleicht doch noch der Wasserstoff und was weiß ich was. Und da stehst du dann irgendwann daneben und sagst, vielleicht sollten wir doch zum Herrn da oben beten, dass er mal ein bisschen vom Hirn vom Himmel regnen lässt und dieses, keine Ahnung, was da irgendwie vor sich geht, dann endlich mal beseitigt und wir den Weg frei machen und uns an den Dingen beteiligen und in voller Kraft mitwirken, die eigentlich gesetzt und die sind irgendwie logisch sind. Und nein, in Deutschland, da klappt das irgendwie nicht. Und deswegen gehen an der Stelle mal wieder Grüße raus an Herrn Scheuer. Ach, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Immer wieder ins gleiche Horn zu blasen und auf der einen Seite die E-Mobilität zu feiern und auf der anderen Seite dann doch wieder die Bremse anzuziehen und mit diesen Geschichten über die synthetischen Kraftstoffe, E-Fuels und so weiter anzukommen. Das schärfste Argument aber kommt auch in dieser Woche wieder von BMW, sorry, nämlich zu sagen, wir sind gegen die Festlegung auf Elektromobilität, weil das wäre nicht klimafreundlich. Es wäre doch klimafreundlich, am Verbrenner festzuhalten. Das kann nicht sein, oder? Das heißt also, es ist klimafreundlich, weiter den Verbrenner zu fahren und darauf zu hoffen, dass irgendwann mal synthetische, klimaneutrale Kraftstoffe vom Himmel regnen. Dabei regnet vom Himmel auch heute wieder Sonnenschein. Die Solaranlage arbeitet, der Speicher wird gefüllt. Ob es fürs Auto reicht, werde ich noch sehen. Aber E-Fuels regnen da nicht vom Himmel und Wasserstoff auch nicht. Wie kann es denn jetzt klimafreundlich sein, am Verbrenner festzuhalten? Ihr merkt schon, ich bin schon wieder irgendwie gefühlt auf 180. Das ist eigentlich nicht gut für die Gesundheit. Es passiert mir aber irgendwie immer trotzdem. Schauen wir doch mal ganz kurz in diese Pressemitteilung, die es da gab. Wie gesagt, über 30 Länder haben sich in Glasgow verpflichtet, das Aus für den Verbrennungsmotor schneller herbeizuführen und es vor allem gemeinsam zu tun. Und da sind auch durchaus bedeutende Länder dabei, wie zum Beispiel Dänemark, wie Schweden, Polen, Niederlande ist dabei, Türkei, Vereinigtes Königreich, selbst Indien ist dabei und gesagt, wir müssen da schnell weg. Und auch Autohersteller wie zum Beispiel Daimler ist dabei, Ford ist dabei und noch ein paar andere, BYD, die sagen, kein Verbrenner mehr, sondern das muss jetzt voll in Richtung Elektro gehen. Das sind doch eigentlich hervorragende, ach so, es sind auch noch über 39, sind auch 39 Städte dabei, es sind Bundesstaaten, Regionen, Flotten und, was weiß ich. Ich habe das hier aus Electrif.net und das ist eigentlich so eine super Nachricht. Und was ich so krass finde, ist, dass zum Beispiel Polestar sagt, die gehören ja irgendwie zu Volvo dazu, dass die sogar Volvo kritisieren und sagen, das ist viel zu spät, weil wenn wir 2030 oder so noch Verbrenner bauen, dann sind die ja noch locker 10, vielleicht sogar 20 Jahre unterwegs. Das ist zu lang. Das ist zu lang, das ist zu viel, das funktioniert nicht. Das wird nur diese Ölindustrie zementieren, das wird nur dann doch vielleicht irgendwo dazu führen, dass der Druck da ist, dann doch mit synthetischen Kraftstoffen zu arbeiten, obwohl wir ja alle wissen, dass die total ineffizient und überhaupt nicht zu bezahlen sind. Und dieser Glaube bleibt da, morgen kommen die E-Fuels um die Ecke und dann wird irgendwie alles billiger. Und das ist ja genau das, was nicht passieren wird. Jetzt müssen die Elektroautos auf die Straße, jetzt müssen wir uns dafür entscheiden, diesen Wandel zu machen, jetzt müssen wir auch mal den Tod sterben, Verbrenner auf die Müllhalde zu werfen, beziehungsweise natürlich ins Recycling zu geben und umzusteigen
Und diesen langsamen Tod dieses Planeten aufzuhalten, man muss jetzt diesen Wechsel machen, der wird nochmal kräftig wehtun, er wird für CO2 sorgen, er wird Rohstoffe verbrauchen, das ist nicht zu ändern und danach wird es dann hoffentlich endlich sehr viel besser werden. Und wenn man dann guckt, dass wir sowieso schon irgendwie gerade Deutschland so viel Zeit verloren hat in den letzten 16 Jahren und man so viel hätte machen können, und dann kommt dann wieder diese Sache, dass sich Deutschland daran nicht beteiligt, obwohl Deutschland immer irgendwo so den Klima, keine Ahnung was gibt, den Klimafreund gibt und ich weiß nicht, irgendwie auf Rang 13 steht oder so. Und ach, es ist irgendwie alles irgendwie ganz furchtbar. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich, was ich da lesen musste. Es ist tatsächlich Zeit für radikale Veränderungen, so wie es der Chef von Polestar sagt, dem schließe ich mich an. Ich weiß nicht, mir fehlen da irgendwie bei diesem Wort zum Freitag die Worte. Ihr merkt es schon, ich ringe nach Worten, um meine Enttäuschung und meine Bestürzung und meine Verärgerung irgendwie Ausdruck zu bringen. Und das mache ich jetzt nicht, um irgendwie hier Klicks zu generieren, weil ich war wirklich echt geschockt, als ich das gestern gehört habe. Ich habe es nicht glauben können, obwohl es ja eigentlich ins Muster passt. Das soll es für dieses Wort zum Freitag schon gewesen sein. Kurz und knackig, es ist zum Verzweifeln, es ist zum Verrücktwerden und es zeigt einem wieder mal, wie wichtig es ist, dass wir alle selbst handeln, es selbst in die Hand nehmen, uns nicht darauf verlassen, dass es kommt. Und bitte denkt nicht, ich sei irgendwie Verschwörungstheoretiker oder ich sei Regierungsgegner oder sonst irgendwas. Das bin ich überhaupt gar nicht. Ich bin total froh, in diesem Land leben zu können. Ich bin froh, in der Europäischen Union leben zu können. Aber da kann man immer wieder, also da muss man einfach sagen, Leute, nee, oh, stimmt nicht. So, genug dafür. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Gedanken zu lauschen. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu hier in die Kommentare schreibt. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns den Daumen nach oben, nach unten, abonniert den Kanal, lasst ein Abo also da bitte. Und ja, vielleicht aktiviert ihr auch die Glocke, ihr wisst warum, dann wisst ihr von uns, wenn es von uns was Neues gibt für euch, seid ihr gleich informiert. In dem Sinne, ich gehe mich irgendwie weiter ärgern und hoffe, dass es besser wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In dem Sinne, ciao, ciao, vielen Dank fürs Zugucken.